So, meine Damen und Herren, hier spricht wieder dazu. Das war das letzte Mal stehen geblieben. Wir haben jetzt einen vierten Orden mittlerweile. Diklo ist schon Stufe 37. Und was genau wir jetzt machen müssen, weiß ich nicht. Ha! Erstmal gucken, ob wir schon surfen können. Ich weiß das nämlich nicht mehr. Tatsache, wir können surfen. Wir sind episch. Was gibt's denn hier Schönes? Hier gibt's Bäume, die will ich haben. Lass mal rüberwachsen. Aprikoko. 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 Wow. Licht. Was bist du? Er wird nicht mal angezeigt, was du für eine Höhle bist. Fände ich nice. Hier gibt's noch einen Supertrank. Hi. Wow. Zack, zack. Danke. So, wo bin ich denn hier gelandet? Wasserfallhöhle voraus. Nice. Erstmal werde ich hier die Trainer umnutzen. Denn dann geht's weiter, ich glaube, nach in die Stadt mit dem, wo das 7. Arenaleiter ist. Beziehungsweise die nicht da ist. In den Leuchtturm, wenn es mich nicht täuscht. Aber erst nutzen wir noch ein paar Trainer um. Weil wir es können. Aua, hör mal auf. Nein, ich will nicht wechseln. What? So, der musste gerade weniger als 38 KP haben, sonst hätte ich ihn nicht gewonnen hätte. Was ist hier los? Ich bin nicht ernsthaft schon... Doch, da oben gibt es schon das rote Gyarados zu fangen. Ja, aber hier haben wir noch nicht viel verloren. Ach komm, ein Goldini. Wir wollen erstmal hier lang, wieder zurück. So, nämlich, genau, so, lalalala. Und erstmal will ich nochmal hier zurück. Denn irgendwo da am Anfang gab es eine Stelle, wo man surfen hätte können müssen, um etwas zu finden. Und das möchte ich doch gerne haben, was auch immer es ist. Ich will nur einen Rat haben. Ich mag Räder, aber nicht, wenn ich dabei angerufen werde. Halt's Maul, Tom! Danke. So. Irgendwo hier gab's das. Ha, wusste ich's doch. Ha, bin ich gut. Nöps, was gibt's hier für eine tolle Beere? Eine Rätselbeere. Oh, man glaubt es kaum. Und sonst gar nichts. Für eine belämmerte... Ach, für eine dumme Rätselbeere bin ich gerade hier lang gegangen. Wow. Ich werde uns jetzt schnell da zurückporten, quasi. Miau, miau. Miau, 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 miau. Ach, dumm. Wo wir hergekommen sind, damit wir nicht viel Zeit verlieren, nur wegen dieser dummen Rätselbeere. So. Ach nein, fail. Wir müssen hier lang. Ach. Geh mal weg. So, ach. Oh, ein Meltan. Geh mal weg, so. Wir wollen nämlich hier runter. Genau. So. Jetzt können wir da normal spielen. Und auf das Rad steigen. Denn jetzt wollen wir hier schnurstracks in den Leuchtturm. Aber erst möchte ich... Irgendwo kriegt man ja, glaube ich, noch Stärke. War das nicht hier? Hi. Danke. So, Stärke kann vermutlich wieder niemand lernen. Oh Gott, kann es in der Edition nicht irgendein Pokémon geben, das alles lernen kann? Wie in allen Generationen? Nein, natürlich nicht. Ja, dann muss ich halt später nochmal gucken, wo ich das dann herkriege. Das sehe ich dann ja. Erstmal laufen wir in den Leuchtturm, denn Leuchttürme sind mehr oder weniger cool. So, zack, zack. Was? Du willst gar nicht kämpfen? Na, dann halt nicht. Kann ich damit leben? Irgendjemand hier will bestimmt kämpfen. Du zum Beispiel. Mit einem Noctu. Und ja, das hatte keine Wirkung. Ich bin dumm. Aber das hat eine Wirkung. So. Ich wollte irgendwie sehen, wie viel KP das Vieh hat. Hat aber nicht so geklappt, wie ich wollte. Zack. Und Rums. Damit hätten wir das. Ja. Da oben ist, und da oben kriegen wir dann, glaube ich, den Auftrag, die Medizin für das kranke Pokémon zu finden. Hört mal auf hier, ne, so schwache Pokémon zu haben. Ich level so langsam. Ich meine, ich bin eh schon überlevelt, aber das brauchen wir später alles. Sonst haben wir keine Chance. Boost.
Hi. Was hast du Schönes? Ein Fukano, da bin ich effektiv. Und noch ein Fukano. 39. Wir haben jetzt schon bald 40, ey. Ich merke aber gerade, der Stahl-Arena-Leiter oder die Arena-Leiterin Jasmin könnte ein Problem werden, denn die hat zwei Magnetilo und einen Stahlos. Was beides nicht so gesund für unser Diclo ist. Naja, aber das ist auch erst Nummer 7, glaube ich. Oder 6, eins von beiden. Das heißt, da müssen wir jetzt noch nicht so Angst haben. Da werden wir noch ordentlich leveln bis dahin. So, dann hätten wir das auch. Hier gibt es noch einen Trainer. Hi. Der hat einen Habitak. Und einen Ebitak. Und einen Habitak. Wird. Naja. Erstmal hier weiter. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, hier gibt es einen Pokéball. Ein Sonderbonbon, das nehmen wir doch gerne. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinkommen, wenn wir da runterfallen. Ich will es ehrlich gesagt auch nicht ausprobieren. Oh, Team 34. Was auch immer Team 34 ist. Angeberei. Okay, brauchen wir nicht. Erstmal nicht. Aber ich glaube, hier wollen wir sogar runterfallen. Yay! Nein, wollten wir nicht. Wir wollen hier runterfallen. Genau. Zack. Und was hast du Schönes? Du hast ein Quapuzzi. Und da finden wir nochmal einen Ether. So, zack. Und hier ist noch ein Trainer. Wirst du mit mir kämpfen? Oh, Mascholo, das will ich auch haben. Das könnte Stärke lernen. Oh, und wir haben keinen. Oh. Zack. Zack. So, sehr schön. Was gibt's hier noch? Ein Superball. Dankeschön. Hier gibt's aber, glaube ich, auch noch was. Auch wenn wir hier schon am Ziel sind. Aber hier irgendwo versteht. Da. Da ist auch Jasmin, die Arena-Leiterin, von der ich vorher gesprochen habe. Hi. Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet, aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass eine gut sortierte Apotheke in Anemone City gibt, aber dafür musst du über das Meer. Und ich kann Amphi nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen, bitte. Jo, dann machen wir das auch erstmal. Und jetzt gibt's erstmal fröhliches Runterfallen. Yay, 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 danke. So. Jetzt wollen wir erstmal heilen. Na komm, lass mich da rein. Räum's. Und jetzt will ich auf die Karte gucken. So, nein. Wo ist denn Anemone City? Da. Okay, dann müssen wir eh schon hier runter. Das ist, ja, teilweise vorteilhaft. Gibt's, ja, okay. Dann müssen wir jetzt aber Folgendes noch tun. Ich will Schütze kaufen. Denn ich werde nicht surfen, wo ich alle 3 Sekunden angegriffen werde. Bitte hab Schütze. Ja, super Schutz. Und ich kann mir ganz viele davon leisten. Gib erstmal 20. Damit dürfte ich doch rauskommen. Die sortiere ich jetzt nochmal eben nach oben, damit wir nicht immer ewig suchen müssen. So. Ja, hoppla. Wait, wo kommen wir denn hier hin? Wow. Wow. Hi. Ja. Okay, das war jetzt gerade sinnbefreit. Wir wollen hier hin und surfen. Und einen Superschutz anwerfen. Und dann gegen diesen Typen kämpfen. Yay. Der ein Tentakel. Yay. Und wir sind Stufe 40. Yay. Und gleich sind wir Stufe 41, weil ich das Sonderbonbon gleich verwenden werde. Na, wo ist es denn? Da ist es. 41. Horrorblick. Brauchen wir Horrorblick? Nein. So. Wow, alles blau. Nice. Hi. Ein Starmi. Nee, kein Starmi, ein Sterndo. So rum. Und ein Mushas. Habe ich vorbei nicht sonderlich Angst? Hi. Was hast du? Oh Gott, der hat 1000 Pokémon. Hättest du das nicht früher sagen können? So, weiß nicht, so, hey, ich habe 100 Pokémon, bitte greife mich nicht an, sonst verbrauchst du ganz viel Zeit und so. Wäre nett gewesen. Aber nein, natürlich nicht. Aber wir one-hitten auch alles. Which is pretty nice, würde ich sagen. Wo geht's denn hier lang? Da links ist eine
Oh, da bräuchten wir Whirlpool. Und Whirlpool haben wir noch nicht. Schade eigentlich. Oh, die hat einen Stami. Da ist jetzt der Stami. Ja, das habe ich gewusst. Darum, ne, habe ich es auch vorhin gesagt. Hi. Wow, jetzt mal ganz ruhig hier mit den jungen Pferden. Packt hier ein Garados aus, ey. Gleich noch eins. So. Weiter im Text. Hi. Oh, noch so ein lustiges Baldorfisch. Ich mag Baldorfische. Die sind putzig. Ja. So, mein Schutz läuft immer noch. Und ich glaube, wir sind gleich da. Ich glaube, wir sind da. Wow, ich habe einen Schutz gebraucht, habe 20 gekauft. Ich könnte schon wieder kotzen. Und das da ist übrigens die Kampfarena. Und ihr merkt es, ich bin schon wieder effektiv. Zumindest auf fast alles. Ja. Ich kann leider auch nichts machen. Erstmal holen wir uns diese ominöse... Da, jetzt ist mein Schutz vorbei. Wo gibt's denn diese lustige Medizin? Hier, ne? Yay, Geheimtank, dankeschön. So, aber wenn wir schon erstmal hier sind, dann holen wir uns auch das Fliegen. Gibt's uns das jetzt schon? Nein, sie gibt uns Fliegen natürlich erst, wenn wir die Arena schon haben. Schade eigentlich. Wir haben noch genug Zeit. Komm, das machen wir jetzt. Komm. Was hast du denn? Ein Kickli. Ob und ich mach Finte, weil ich dumm bin. Merke, ich muss Schnabel ganz nach vorne legen. Sonst verklicke ich mich und krieg dann auf die Fresse. Lass mal die Tränke raushauen, komm. So. Wir wollten Schnabel nach vorne geben. Nein, ach, daher. So. Und weiter geht's. Hi. Was hast du? Ein Mascholo. Der Arenaleiter hat, glaube ich, einen Quappo. Ich weiß nicht, ob ich auf das auch effektiv bin. Ach nee, wir brauchen ja was. Oh, wir brauchen was für Stärke. Wo kriege ich jetzt ein Pokémon her, das Stärke hat? Oder lernen kann? Oder so ähnlich. Ja, Schnappschüsse für die Erinnerung. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wow, hier gibt es nicht mal irgendwo was, wo man Pokémon fangen könnte. Was taucht denn so auf, wenn wir ab und wenn wir surfen? Ein Tentacher. Ich glaube nicht, dass Tentacher Stärke lernen kann. Noch ein Tentacher. Ich glaube immer noch nicht, dass Tentacher Stärke lernen kann. Lalala, ich brauche Stärke. Oh, oh yeah. Ey, ich bin schlau. Ey, ich bin schlau. Jetzt passt mal auf, was ich vorhab. Wenn wir Glück haben, kann Kanimani das lernen. Oder zumindest Sevega. Ich glaube, Sevega sollte es lernen können. Wo ist es denn? Da ist es. Komm schon, Sevega. Du bist stark. Ja. Sevega ist tatsächlich stark. Wir verlernen ihm Mimikry. Komm. So. Yay. Das heißt, wir haben ein Stärke-Pokémon. Nämlich Sascha. AK Sevega. So, schieb das mal. Achso, ja. Schieb das mal weg. Zack. Und das da und träumst. Was hast du? Du hast einen Mankey. Und ich bin Level 43. Und du hast einen Rasaf. Und hast noch einen Mankey. Da ich keine Energie verloren habe, gehe ich einfach mal dreist weiter. Und wir haben ja noch Zeit. Wahahaha. Du bist also bisher hast es bisher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf! Urg! Räum's. Wow. Warum hat sich der Stein in Luft ausgelöst? Du bist ein Psychotrainer, gib's zu! Naja. Da jetzt hast du... Da, jetzt hast du dich erschreckt. Hab ich gar nicht. Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun. Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Na, endlich. So, bin mal gespannt, ob dieses Quappons, ja, wehtun kann. Und ob wir auf das effektiv sind. Ich meine aber, dass Quappo Kampf Wasser war, auch damals schon. Schnabel, räum's. One-Hit. Like. Und ein Quappo. Wie gesagt, das Vieh hat die böse Angewohnheit, erst Zielschuss einzusetzen und danach Wuchtschlag.
Yep, wir sind effektiv. Das ist ja schon mal nice. Und wir one-hitten es fast. Da kommt der Willenslaser. Ich dachte eher Zielschuss, aber okay. Aber er kommt nicht mehr zum Luftschlagen, denn jetzt ist er tot. Sehr schön. Ich habe verloren. Wie wär's damit? Du bist des Faustohrens würdig. Yay. Ju hält Faustohren. Ach, die schöne Melodie. Durch den Faustohren gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon fliegen auch außerhalb eines Campus einsetzen. Hier, nimm dies auf. Das ist, glaube ich, Wuchtschlag. Damit können wir natürlich nichts anfangen. Ja. So, aber jetzt kriegen wir von seiner Frau, die außerhalb der Arena steht, fliegen. Und das lernen wir natürlich direkt unserem Diclo. Weil das die stärkste Flugattacke ist, die es, glaube ich, in diesem Spiel gibt. Und wir dann Stab drauf kriegen. Und weil wir dann fliegen können. Und fliegen ist awesome. Ja, Schnabel kann weg. So, jetzt fliegen wir auch erstmal auf die Klo. Wieder zurück nach Oliviana City. Und erstmal heilen wir auf. Und laufen hoch. Denn jetzt haben wir ja die Geheimmedizin für Jasmin. Miau, 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 miau. Na komm, ach. Miau. Miau, miau, miau. Ich liebe es, wenn man schnell laufen kann. Vor allem, wenn man hier eh schon alles gemacht hat. Das ist gerade wirklich nur noch laufen. Hier runterfallen, zack, zack. Und da sind wir. Hi. Dieser Arznei, ja, wird ihm helfen. Hm, sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Noms. Amphi, wie geht es dir? Palu, Palulu. Palu, Palulu. Warum macht dein Ampharos Palu? Naja. Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Arena zurück. Yay. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt schon direkt gegen sie kämpfen sollten. Ich meine, ich glaube, sie ist die Nächste, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, ob wir schon eine Chance haben. Das ist gerade so meine Bedenken. Wie gesagt, die hat zwei Magnetilo, die beide Donnerblitz können, glaube ich. Oder zumindest Donnerschock. Und sie hat einen Stahlus, das auch schmerzhaft sein kann. Haben wir eine Amarena-Beere? Das würde mich nämlich von Paralyse erholen und das wäre sehr praktisch. Ja, oh, nicht. Die heißt hier ja noch Antipa-Beere. Dann tauschen wir mal. So. Und ich hätte gesagt, versuchen wir es einfach mal. Mehr als failen können wir ja nicht. Hi. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaube mir, mich vorzustellen. Oder mich vorstellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, eine Arenaleiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typ schon gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Ja, darfst du. Ich bin ja persönlich ein großer Fan von Stahl-Pokémon. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber ich mag Stahl-Pokémon. Und da ist schon das erste Magnetilo. Und ich kann jetzt schon kotzen. Komm, das kriegen wir hin. Lehmschäle. Sollte wenigstens vierfach effektiv sein. Weil auf Stahl ist Boden auch effektiv. Puh, das heißt, dass die Magnetilo wenigstens ein One-Hit sind. Das ist ja schon mal gut. Sehr schön. So, aber jetzt kommt Stahlos. Und das könnte durchaus Probleme bereiten. Mal gucken, was Lehmschäle macht. Wow. Wow. Aber seine Genauigkeit sinkt. Und das werde ich jetzt auch erstmal spammen. Nummer 2. Und er kriegt einen Volltreffer. Er kriegt einen verfickten Volltreffer. Haben wir irgendwas mit außer Supertränke? Nee, ne? Wow. Wow. Ich kann nur hoffen, dass er noch ein paar Mal failt. Danke. So. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So. Aua, jetzt trifft sie wieder. Aber ab jetzt ist ihre Genauigkeit komplett am Boden. Und ich setze mal Nachtnebel ein. Das sollte reichen. Oh nein. Nein! Verloren. Okay, dann muss ich mich jetzt geschlagen geben. Komm, mach mich tot. Mach mich tot. Mach mich tot. Lass mich töten. Los. Danke. So. Ja. Ja, danke. Und ich werde nicht angreifen, wie ihr gerade gesehen... Oh Gott, ich muss angreifen.
Greif mich an! Bitte töte! Nein, Sascha! Oh Gott, ich muss irgendwie Runden verplempern. Wie verplemper ich jetzt Runden? So verplemper ich Runden. Aber das will ich nicht tun. Oh Gott, bitte töte mich. Nein, ich will nicht. Oh Gott. Nein, komm. Oh Gott. Sascha hat tatsächlich Jasmin besiegt. Ja, Leute, ihr habt gesehen, es tut mir leid, das konnte ich jetzt nicht verhindern. Und dann ist jetzt auch der Part vorbei. Das konnte ich jetzt leider echt nicht verhindern. Ich gehe nochmal eben aufheilen. Ich wollte echt nochmal neu reingehen und das Ganze nochmal mit Diclo versuchen. Aber ich konnte es nicht verhindern. Ich hätte vielleicht die ganzen zweiten Pokémon nicht mitnehmen sollen. Das tut mir jetzt gerade echt leid. Aber naja, das war Pokémon Silber Kramux Only One für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wegen diesem Fail jetzt am Schluss. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.